Hallo Welt, da sind wir wieder und wir suchen den Laden, der den Tod verkauft. Nun, das könnte der Shitty Walk sein, aber... My Ninja Sense Tingling. Genau, wir prügeln uns jetzt erstmal hier mit den Raisins Girls und mit den Ninjas, beide gleichzeitig. You dishonorable coward. Genau, was auch immer er gesagt hat, er wird schon recht haben. Er wird schon wissen, was er da gesagt hat, hoffe ich mal. Ja, unser altes, eingeschworenes Team, das nehmen wir wieder. Und wir müssen als erstes Raisins Girls, unser Kryptonit! Ja genau, die müssen wir zuerst loswerden mal. Ah, die Ninjas, die nerven nur. Ich mach mal gleich hier so einen Rundumschlag. Mal sehen, wie sie das so finden. Dafür stellen wir uns lieber hier hin. Die blockieren sich nämlich gegenseitig hier. Also das Raisins Girl steht da, wo eigentlich der Ninja stehen müsste, um uns dann zu treffen nachher. Aber es passiert ja noch viel auf dem Weg dorthin. Was war das denn jetzt? Mir geht's nicht so toll. Ich dachte, wir erreichen beide. Naja, dafür sind wir noch schön weit entfernt jetzt. Nein, die können ja laufen, richtig. Super Ninja Gunja. Oh, die richten aber auch richtig Schaden an. Egal, du musst das Raisin Girl außer Gefecht setzen, anders geht es nicht. Friss nun weg. Ich nuckel an dir, das nuckelt für dich. Call Girl zieht ins Gefecht. Call Girl, du kriegst sie wieder mit deinem Anruf. Hier oben, das Raisins Girl. Das muss weg, das stört. Ich finde das Signal. Du kannst schon mal die Umzugswagen bestellen. Du kommst gar nicht so weit. Wie kommt das denn? Wieso kommst du denn mit deinem Laser auf einmal nicht mehr so weit? Bist du irgendwie blockiert? Bist du doch gar nicht. Du solltest bis zum Raisins Girl da vorne kommen. Kommst du nicht? Dann zieh doch vielleicht... Ja. Boah, du kommst hier überhaupt nicht weit hier oben. Das ist doch kaputt. Das ist doch nicht richtig. Na, dann kannst du uns Schutz geben. Nee, kannst du auch nicht. Super Ninja Meditation. Ja, dann gib Schutz auf... Ja, auf Call Girl. Die ist ja auch wichtig. Call Girl, du bist geschützt. Gott sei Dank seid ihr Ninjas gekommen. Mir war so langweilig. Oh nein. Hey ihr Süßen, ich hoffe ihr habt Spaß. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Oh nein. Wir haben Verluste. Super Ninja, Rumpop Chun-Li. Ach, das macht nichts. Ihr seid nur nervig. Mehr könnt ihr nicht. Ihr habt nichts drauf. So, wir ziehen die jetzt beide an. Drei treffen wir damit. Ninja Speed fails me. Ninja 공격자세 준비 완료. Oh, noble death. Ninja, hey, wir sind tot. Nein, ich wollte ganz schnell, wollte ich noch den Zeitpoop einsetzen. Konnten wir gar nicht. Ja, für alle. Chica in Pack. Vorsicht, Kumpel, die Seuchenschutzbehörde brauchen wir nicht auch noch am Arsch. Na, kein Problem. Wir setzen hier den Flashmob ein und alles wird gut, hoffe ich. Oh, ich hab schon alle, aber ich freue mich gern für andere. Langsam wird's kalt, sich zu ergeben. Was soll das überhaupt heißen? Okay, wir müssen dich opfern, Kite. Du musst uns wiederbeleben. Rettung aufs Haus. Oh, wir hätten die andere Rettung nehmen sollen. Ah, da kommt man leicht durcheinander. Egal, wir sind noch einmal dran. Ja, und entweder... Ja, das sieht doch schon gar nicht so falsch aus. Wir schnappen uns gleich zwei von denen. Oder eine ganze Wand hier. Da würden wir drei erreichen mit, oder? Nein, zwei meine ich so. Ah, die sind aber noch ziemlich gut drauf. Also, wir müssen das Raisins Girl loswerden. Wir müssten uns heilen, liebe Welt da draußen. Also, egal, was wir machen. Wir werden... Nee, wir müssen uns heilen. Extremes Gegengift, los! Haben wir nicht noch was Besseres? Ah, das Bessere halten wir noch zurück. Für die richtig großen Kämpfe dann. Bestellt, ihr Süßen! Nein,
Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Du bist nicht dran, du bist nicht dran. Wer auch immer nach dir kommt, der ist dran, aber du bist erstmal nicht dran. Egal, wir sind tot. Oh nein, Human Kite ist auch tot. Oh nein, die sind auch beide tot. Nein, beide nicht. Oh, oh, das ist übel. Hat hier jemand ein Kröldeu gerufen? Ja, bringt das jetzt überhaupt, wenn du jemanden wiederbelebst? Bringt das was, oder? Oh, das bringt alles gar nichts. Oder sollen wir dich nicht lieber... Ah, die sind viermal dran jetzt. Die sind echt viermal dran. Da können wir gar nicht, da können wir gar nichts machen. Ihn könnten wir noch erwischen, aber da hinten sind drei. Oh Mann, das sieht übel aus. Ja, okay, schon überredet. Wir brauchen hier unseren super... Super maximal Wiederbelebungstrunk. Lock dich wieder ein! Keine Sorge, du schaffst es. Und wir beleben auch jemanden wieder, oder wie machen wir das jetzt? Oh, da wären aber beide gleich hinüber. Das wäre nicht so falsch. Nehmen wir das jetzt, oder? Lieber nicht. Also links, die beiden wären gleich hinüber. Auf der anderen Seite. Ah, die halten zwar auch nicht mehr viel aus, aber diese Ninjas, die nerven. Die können richtig angreifen. Ich glaube, wir nehmen auch mal ein extremes Gegengift erstmal. Ja. Boah, jetzt sind die viermal dran. Oh nein, das war's. Okay, er beschwört noch einen. Na, bitte. Nein, das war's. Oh nein! Der Tod in allen Facetten, meint er einen Waffenladen? Ganz übel. Wir sind auch nicht richtig gekleidet, habe ich so den Eindruck. Ja, wir ziehen uns erstmal ein anderes Kostüm an. Es tut mir leid. Das Kostüm ist abgespielt. Wir haben hier unten was Neues. Der Patriotenhelm. Den Patriotenhelm haben wir. Und Mitch Connors Kappe. Nö. Gefällt mir alles nicht. Wir nehmen mal gar nichts. Oder haben wir unten noch mehr? Nein, erstmal nicht. Nein, ich wollte weiter nach oben. Ja, das mit der Steuerung, das ist, wie ich schon mal sagte, wahrscheinlich nicht so gedacht, dass man den Titel auf der Tastatur irgendwie durchläuft. Nein, das wollte ich gar nicht. Sieht mir immer so aus, als wäre das über den Controller, über das Gamepad einfacher, hier durchzulaufen. Azur-Anzug oder ein Patriotenanzug. Wir wollten zurückgehen, oder? Ja. Dann ziehen wir den Blitzanzug an. Mal sehen. Damit sind wir doch bestimmt blitzgeschwind. Oh, Moment. So. Hände. Aha. Super Guppy-Hände, Mumien-Hände, Brainiac-Hände, alles Mögliche. Den Panther-Anzug, den haben wir noch gar nicht gefunden, meine ich. Wo sind denn die Blitzhände überhaupt? Gefallen uns die vielleicht? Supernova, sonst nehmen wir die. Supernova-Handschuhe. Ja, nehmen wir die. Blitz sehe ich jetzt nicht. Turbogeist-Handschuhe, das wäre vielleicht noch was. Ah, komm, wir nehmen die. Ist schon okay. Nein! Ich wollte gar nicht raus. Da wollte ich nicht raus. Haar. Genau, das Haar gefällt mir nicht so gut. Nein, das gefällt mir noch weniger. Und das hier finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Nein, nicht wirklich. Da finde ich die Glatze schon besser.
Ja, also ich finde, das hier können wir ruhig mal ausprobieren. Dreckiges Candy Hair. Wir haben doch auch schon ein dreckiges Candy Outfit irgendwie. Das sollten wir mal komplett anziehen alles vielleicht demnächst. Und das Haar lassen wir vielleicht so. Ja, also blau bleibt. Definitiv blau als Hauptfarbe bleibt. Und ja, das andere lassen wir auch. Das ist ja schon voreingestellt. Okay, dann bleibt es so. Basis-Make-up. Genau, da können wir doch jetzt mit Sicherheit noch was ändern. Und wir nehmen, ja, das gefällt mir am besten hier, die Predator-Streifen und hier oben die Replikanten-Streifen. Finde ich ganz interessant. Hatten wir das hier schon? Den Falken, die Falkenbemalung? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Augenflammen hatten wir. Knast-Tattoo hatten wir sicherlich und Mönchspunkte bringen im Moment nicht so viel. Das hier hatten wir, Gesichtsranken. Ja, Replikantenstreifen hatten wir, Sterne hatten wir vielleicht noch nicht. Dann nehmen wir jetzt mal die Sterne und sie brauchen eine andere Farbe. Ja. JBO Rosa, sehr schön. Das nehmen wir wieder. Und das wär's. Akzent, Make-up brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Nein, 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 nein. Das bleibt so. Ah. Somit sehen wir schon mal wenigstens etwas besser aus. Artefakte, glaube ich, lassen wir auch mal so, wie sie sind. Wir haben ja, glaube ich, nichts Neues dazu bekommen, nichts Nennenswertes. Also besiegen wir jetzt erstmal. Ja, wir können natürlich auch einfach vorbei, aber dann bringen wir uns ja um das Geld. Doppelten Kampfvorteil haben wir eigentlich, also... Arschloch, Raisins Girls, unser Kryptonit! Kein Problem, die machen wir jetzt fertig. Sollst mal sehen, wie schnell das geht. Sind wir dran? So, wir ziehen sie mal ran. Oh, 86 Schaden nimmt sie da nur. Das ist aber wenig. Warum ist das so wenig? Was haben wir denn da gemacht? Ja, ich bin trotzdem dafür, dass wir sie ranziehen, denn dann können wir alle mal drauf. Enter the Eye of the Storm! Ja, alle drauf auf sie. Mein Zauberkristall steht offen vor Erstaunen. Super Ninja Lady Stance. Autsch. Enjoy Ninja Ska. Hey, wir haben gerade neue Haare. Ich hab mir ein bisschen Blut. Ja, du kannst die Richtung wechseln. Den Platz einfach mal wechseln. Schnapp sie dir. Frissen und weg. Blutgruppe AB positiv. Jackpot. Ich hab 5 Balken und einen vollen Akku. Los geht's! Mach sie richtig wütend. Wie haben wir denn was davon? Du erhältst Block und erzürnst einen Feind. Mu. Ja, geblockt, geblockt. Och, machen wir mal. Matt, Matt, Matt! Wer tut einem Raisin Scale sowas an? Du hast es verdient, du Verführerin! Und du schützt? Na, das ist nicht gut, wenn du schützt. Du müsstest deinen Laser mal einsetzen und zwar ordentlich. Du, wieso kommt... Kerl, da haben wir doch irgendwas geändert hier mit unseren Artefakten. Wieso kommt er nicht mehr so weit jetzt? Ganz übel, ganz, ganz übel. Okay, dann bleib oben in der Ecke, da bist du vielleicht geschützt und dann schütze, ja, Call Girl weiter. Hier, Kumpel! Wir setzen mal alles auf Call Girl, sie muss es danach herausschlagen. Bestellt ihr Süßen? Ach, ich wusste es. Nein, das geht doch nicht. Call Girl. Das geht nicht. Sieht böse aus für die Bösewichte. Yep. Oh nein, Mosquito, auch das noch. Warrior Spirit ready. Hm? Ach so, er beschwört jemanden. Du schaffst das. Ja, ja, aber ich bin gleich am Ende. Was soll ich denn machen? Kann nur hier irgendwas extrem Gutes trinken. Extremes Gegengift, haben wir nichts Besseres? Moment mal, das extreme Gegengift geben wir lieber... Na, geht auch nicht. Ja, dann trinken wir das selbst. Dann überstehen wir den Angriff vielleicht wenigstens. Na, das sieht nicht so gut aus. Wenn zwei uns... Nee, nee, das war's. Mit Ultimate Ninja Power. Nee, doch nicht. Ninja-Uni-Jota. Ah, nein, das war's. Noble Death.
Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen! Nicht gut. Oh, Blutgruppe B, du bist sicher ein echter Partyhengst. Lass Colgirl mal ran! Oh nein, unsere Panzerung ist weg. Colgirl, du musst Mosquito unbedingt wieder auf unsere Seite ziehen irgendwie. Naja, damit werden seine Effekte aufgehoben und er hat die Effekte noch. Also, die Bezirksdreht hätte er noch für eine Runde. Das würde reichen, um alle hier Platz zu machen. Also, genau. Heile ihn. Ach nein, wir hätten uns erstmal wiederbeleben sollen, dann hätten wir ihn heilen sollen. Naja, zu spät. Was würde aus diesen Trotteln Schutt und Asche machen? Ach ja, Zorn des Kite. Der Zorn des Kite. Ja, wie sieht's denn damit aus? Wen erreichst du damit und was richtest du damit an? Du richtest nicht sehr viel an. Das ist nicht gut. Dann heile uns. Das schaffst du doch wohl noch, oder? Nein, auch nicht. Du stehst ganz ungünstig. Du kannst ja gar nicht hier vom Fleck oben. Was machst du denn da? Human Kite, schütze nochmal. Ja, schütze unser Callgirl nochmal. Oh, 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 oh. Das sieht ja schon wieder so schlecht aus. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Wahrscheinlich schon. Ninja Attack Power Supreme! Super Kill Attack Power! Victory to the Swift! Gleich kommt der Schwarm! Ja, ich glaube, du kannst auch hier nicht von dem Fleck. Warum? Naja, die stehen alle um dich rum. Schlecht gespielt. Aber du kannst uns wiederbeleben, oder? Ja, du kannst uns wiederbeleben. Du kannst sogar zwei. Du kannst dich wiederbeleben und du kannst uns wiederbeleben. Vier. Moment mal. Nein, das geht auch nicht. Wer kommt nach dir dran? Oh. Du kannst auch nicht aus dem Weg gehen, aber du kannst sie hier... Super Ninja Meditation. Das bringt auch nicht viel. Du kannst ja gar nichts. Geh nach Hause, du kannst nichts. Och, nö. Belebe uns doch wieder. Du stehst ungünstig, das geht nicht. Dann nimm ein extremes Gift. Oh nein, gib das Callgirl das Gift. Oh, gerade nochmal eingefallen. So, jetzt ist nämlich Callgirl dran. Sie belebt uns wieder. Oder? Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Sie belebt uns wieder und dann sind wir dran. Und wir bringen uns jetzt hier raus. Oh, wir stehen ganz woanders. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Oh. Ach komm, wir schubsen sie einmal zurück. Dann haben wir wenigstens Platz hier wieder, um uns zu bewegen, oder? Moment, wie gut geht es? Oh, uns geht's aber auch nicht so gut. Ja, aber komm. Weg mit denen. Gott sei Dank seid ihr Ninjas weg. Oh mein Gott, dieses Bluten ist sowas von nervig. Ja, viel nerviger, als wenn man nicht bluten würde. Oh nein, er wurde bezirzt. Was? Überleben wir das? Ja, klar. Beschwört doch noch mehr. Nein! Freedom Pal, außer Gefecht! Ninja, Piga, Linda. Ninja Gunga. Meine sechste Klasse startklar. Egal, sie hält das alles aus. Sehr befriedigt. Oh. Im Ernst, wenn ich noch einen Schluck nehme, plötzlich. Zeit für ein sauberes Mobbing. Das ist ganz übel. Er ist jetzt lange nicht mehr dran. Du kannst aber wiederbeleben hier oben den Human Kite und der kann uns wiederbeleben. So weit kommt er doch wieder nicht. Der kommt doch wieder nicht aus seiner Ecke da oben raus. Du könntest uns jetzt wiederbeleben. Aber kann Human Kite auch so weit runter? Von da oben? Wir müssen es riskieren. Ja, wir schaffen riskieren. Das nicht ohne dich. Human Kite, und du belebst uns wieder. Zum Wetter. Aus dem Westen nähert sich der Kite. Und nun flieg, flieg. Oh, kannst du ja gar nicht. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool.
Wo können wir? Wir können sogar hier zwischengehen. Aber egal, ich glaube, das ist ein ganz guter Angriff jetzt. Der Wurzelknall nochmal. Aber das würde ich gerne machen, weil das ziemlich stark war irgendwann mal. Jetzt aber nicht mehr. Och, diese Artefakte. Jetzt erwischen wir aber auch zwei gleich. Ich liebe eure Kostüme. Ich hätte auch mal so ein Kostüm. Aber oben war es eher ein Baby-Doll-Top mit gerafften Schultern. Und dazu super süße Leggings mit so einer Art Libellenmuster. Du, ja, okay. Moment, wir können doch hier noch etwas... Ha, der Drachenprahler. Erzürne alle Feinde und hol dir einen Block. Naja, klar. Wie lange hält der Block, steht nicht dabei. Machen wir mal. Na, Hauptsache, wir sind geblockt. Geblockt. Nein, wir sind gar nicht geblockt. Och. Oh mein Gott, ich blute hier regelrecht aus. Ach, die bluten alle und können uns nichts tun jetzt in dieser Runde. Moskito. Ja, tut mir leid, Moskito. Du würdest ja hier einen Rundumschlag optimal irgendwie anwenden können. Aber ich glaube, du musst uns erstmal entzaubern. Außerdem bekommen wir dann auch etwas mehr Energie. Wir sind zwar als Letzte dran hier, aber naja, Humankite könnte. Das wäre eigentlich besser, wenn Humankite uns entzaubern würde. Hey, du kommst... Hey, ich habe mir in Korea so eine Aktivkohlemaske gekauft. Kannst du vielleicht die Anleitung für mich übersetzen? Schon gut. Moskito kommt sowieso nicht an uns ran, um uns heilen zu können. Dann hoffe ich auf Humankite oder auf... Ihr wisst schon, Callgirl. Ja, dann dein Rundumschlag. Setz ihn ein. Lass sie alle sich übergeben. Der Moment, wo dir klar wird, dass dein Freund super nervig ist. Ich übernehme das, Leute. Okay, entweder musst du uns jetzt heilen. Oder, ja, okay, Humankite unten wird... Also Humankite wird nicht an uns rankommen, also musst du uns heilen. Tut mir leid. Eine andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht. Wie lange hält unser Block denn jetzt? Eine Runde wahrscheinlich nur, oder? Fühlt den Zorn von Humankite! Humankite, du kannst aber wenigstens hier etwas Schutz geben. Unser Callgirl brauchen wir doch auch, oder nicht? Oder kannst du mit deinem Laser irgendwas anrichten? Nee, du kommst ja nur noch einen Block weit. Das ist ja nichts. Ja, dann das einzige Sinnvolle, was du machen kannst, ist wirklich hier den Schwindelwind anzuwenden. Und zwar auf Callgirl. Hier! Schwindelwind. Sehr gut. Mach sie fertig, Saftsack. Ja, genau. Und wir müssen jetzt alles geben, was wir können. Das ist eigentlich nur das hier. Damit würden wir sie etwas zurückstoßen. Wow, das sieht aber echt mies aus um uns. Egal. Hey, ihr Süßen, ich hoffe... Ich sehe voll übel aus. Ist hier jemand Blutspender? No. Eine Sorge weniger gleich, aber dafür sind die ganzen Ninjas noch da. Ninja Tsunami. Beware the tiger in the grass. Oh, gut. Der ist nicht dran. So, wir leben noch. Noch leben wir. Ninja-Himmel, Boyajima. Ah, gut. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Okay, mach das. Jawohl. Und noch eine Sorge weniger gleich. Haha, geschafft. Hashtag ich darf. Ja, Hashtag, womit richtest du denn am meisten Schaden an jetzt? Und was ist mit Humankite? Wurde er geblockt? Wieso kommt er nicht mehr so weit? Okay, du darfst dann... Schnapp dir... Wo ist jetzt egal, wen eigentlich. Den hier unten, den haben wir schneller weg. Du wirst mich hassen. Nein, Moment, war der rot? Den weißen hätten wir. Der weiße kann auch immer wieder... Achtung, der alles Gute kommt von oben. Der Weiße, der kann doch immer wieder neue beschwören. Wir hätten den Weißen nehmen sollen. Und du kannst uns nicht heilen, zufällig, oder? Doch, kannst du. Dann heile uns. Bringt das denn überhaupt noch was? Oder bringt es mehr, wenn du jetzt mal angreifst?
Wer ist denn dran? Ach, wir sind nach dir dran. Okay, wir werden ja nicht mehr bezirzt. Also ja gut, dann heile uns. Du bist unser Heil, also wieso geht das nicht? Hey, wieso geht das nicht? Du musst uns doch heilen können. Du kommst doch dahin, das ist doch grün. Ach so. Oh, sorry, okay. Leute. Viele wichtige Faktoren. Ja, du kannst uns nämlich gar nicht heilen. Ganz toll. Dann kannst du uns aber schützen. Ja. Stets bereit, hier kommt Geld. Wenigstens das. Los, Wunderarsch. So, können wir denn jemanden von euch ausschalten? Nein, können wir auch niemanden von euch ausschalten. Oh. Sollen wir Moskito? Nein, Moskito zu heilen bringt auch nichts. Okay, wir stellen uns hier hin, dann kann uns irgendwer gleich wiederbeleben. Alle drei steht ja um uns herum, also das geht schon. Genau, die müssen jetzt erstmal wieder an uns rankommen, oder? Ja. Zack. Haha. Super Teamwork Model Time. Ninja-deren Magustofsa. Moskito, lass dein Käferglas frei, oder? Ich nehme meine Blutprobe. Wie wär's denn damit? Ich glaube, damit schaffst du ihn. Jawohl. Gut so, Neue. Weiter so. Der Tod in allen Facetten, meint der Waffenladen? Ach, doch kein Waffenladen. Kaputte Ninja-Krallen haben wir. Schrott 93 Mal und $3,57. Liebe Welt da draußen, damit sind wir am Ende der Folge. Wie ich finde, viel zu viel Kämpfe in letzter Zeit. Ich würde lieber ein bisschen weiter die Gegend erforschen und so das mit den Kostümen suchen und so macht mir schon Spaß. Das mit den Kämpfen auch, aber ich muss sagen, die sind mittlerweile doch recht hart geworden, die Kämpfe. Nun, was wollte ich weiter sagen? Ja, ich bedanke mich für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.